Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Wir müssen uns ein bisschen um die Nebenquests kümmern, aber bevor wir alle Nebenquests jetzt machen, suchen wir nochmal die Schlüssel hier im Schloss. Und zwar die Schlüssel für diese Türen hier. Das heißt, wir müssen mal die ganzen Bereiche absuchen, denn wenn man sieht, wenn man guckt hier, Demigeist-Statuen fehlen uns auch noch zwei. Das ist jetzt aber nicht ganz so wichtig, aber es gibt hier noch einen Astronomie-Altar, den haben wir hier gar nicht gefunden. Den müssen wir auch noch finden. Aber jetzt will ich erstmal diese Schlüssel finden. Die müssen ja irgendwo sein, überall. Und ich denke mal, wir durchforsten jetzt mal alles. Wir fangen von überall an und gehen alle mal durch. Mal sehen. Ich würde auch ganz gerne wissen, was in dieser Truhe drin ist. Einfach mal ganz ab. Revelio. Gut, gehen wir wieder rein ins Schloss. Und vielleicht finden wir noch ein paar coole Handbuchseiten, die wir brauchen. Mal rausgehen, ist hier irgendwas? Nope. Auf der anderen Seite? Revelio. Auch nicht. Gut, wir haben auch relativ viele Geheimnisse schon gelöst hier, aber. Hier, glaube ich, finden wir auch nichts mehr. Da ist noch ein Spiegel, den haben wir noch nicht, wie man sieht. Den können wir noch machen. Hier drin waren wir aber schon. Lumos. Okay, wo ist dieser? Da ist die Tür, Pflanze davor und ein Buchregal daneben. Okay. Revelio. Müssen wir etwa wieder Tonleiter? Was hier eigentlich? Revelio. Muss ja draußen irgendwo sein. Noch ein Auswahl für Sie. Sie wurde komponiert. Muss hier oben irgendwo sein. Da. Jetzt guck gerade, ob ich hier diesen blöden Schmetterling finde, aber hier ist der Schmetterling definitiv nicht. Hier ist meine Tür, da war noch nicht drin. Hallo, Homora. Okay. Revelio. Hallo, Homora. Doch gar nicht. Nein, die nicht so schön. Hier. Wo ist denn das? Kannst du hier nicht finden.
hört sich nach da drüben an, ne? Aber ich finde da nichts. Das muss ja nicht drin sein. Revelio. Anscheinend ist es hier irgendwo, aber ich kann es nicht finden. Na gut. Sollen wir die anderen Sachen erstmal weiterfinden? Gehen wir kurz rein. Revelio. Hier ist es auch nicht. Die alte Hexe, das ist aber falsch hier. Also, wo kann das denn sein? Man weiß es nicht. Kann die Tasche runtergehen? Revelio. Halten Sie inne und lauschen Sie unserem. Muss man nochmal angucken, genau, was Lumos. Ist. Also, da ist eine Tür. Da guckt auf den Schrank. Also, nach da oben ging es nicht. Das heißt, es muss ja hier irgendwo sein, denn. Hier unten vielleicht. Hier gibt es ja auch diese Pflanzen. Diese Tür ist es, glaube ich. Und dann ist das Viech hier irgendwo. Warte mal, war das ist hier drin irgendwo? Da ist es. Lumos! Oh. Sehen Sie sich nur Ihr Haar an, Ihre Haut. Was Sie auch tun, alle Danke. Ihr Geheimnis. Oh, ich dachte, das ist jetzt nicht da reingegangen, Alter. Und, okay. Aber wo finden wir jetzt die anderen Schlüssel noch? Gehen wir mal den ganzen Weg hier links. Revelio. Muss die auch ein bisschen hören können, ne? Hier war ein Schlüssel, hier waren wir aber auch schon. Kann ich mir eigentlich auch die anderen Räumlichkeiten angucken von den anderen Häusern? Das würde mich auch mal interessieren. Revelio. Hier ist nichts. Das würde mich auch mal interessieren, ob das geht. Oder ob das gar nicht möglich ist. Revelio. Revelio. Komischer Raum. Aber gibt
hinter uns irgendwas. Da oben sind noch ein paar Sachen noch. Können wir hier höher kommen? Auf jeden Fall, aber da ist auch irgendwas da unten. Geh mal kurz runter. Rebellion. Hier hören wir gar nichts mehr. Das war witzig, wir haben doch gerade hier drinnen, hier oben, das gehört, dass irgendwas hier ist. Zwar genau hier in der Ecke, aber da können wir nirgendwo hinkommen. Da oben ist was, aber wie kommen wir da hoch? Rebellion. Da sind ja mehrere Sachen da. Oh, guck mal, das sind 3, 4, 5 Sachen. Aber wie kommen wir da hoch? Okay, warte mal. Müssen wir diesen anderen Weg hier hinten gehen? Da kommt noch die Treppen hoch. Da haben wir viele Sachen, die noch nicht entdeckt sind, habe ich gerade gesehen. Zweimal die Mathematikrätsel. Ich sage ja immer, reisen. Und was hier oben? Guck mal, hier ist auf jeden Fall das Rätsel schon mal. Das können wir machen. Okay, also das wussten wir schon vorher. Also. 2 plus 5. Wir brauchen also einmal die 4. Das ist das Viech da oben. Der sitzt da. Und dann hier brauchen wir 1, 0. Also brauchen wir die 3. Also der dreiköpfige Drache. Rebellion. Ah, guck mal. Der ganze Raum, der ist ein ganzer Raum voll mit dem ganzen Kram hier, okay. Also, 1, 2, 3, 4, also 5 plus 6 ist 6. 5 und 6 sind, brauchen wir einmal die 4. Die 4 ist dieser komische Kauz. Der da. Und da ist es 13 plus 0, also brauchen wir die 5. Und die 5 ist diese komische Krabbe. Die Krabbe ist aber das Ding. Rebellion. Ist hier nicht drin? Okay, was ist es hier? 6 und 5. 6 und 5 sind 11. Machen wir die 6er. Das heißt, das wäre die Echse. Ja. Und hier ist es 8. Okay, 0 plus 7. Also brauchen wir die 1. Die 1 ist Einhorn. Okay, meine Ausrüstung sind voll. Wir gucken mal, ob wir was rausschmeißen können wieder. Unseren Ausrüstungskram. Und weg damit. Huch, da war noch eine Truhe, ne? Ach, die konnten wir einsammeln, okay. Rebellion. Gut, hier sind die Geheimnisse auch alle gelöst. Was man noch alles so entdeckt, oder? Ich meine, das ist schon krass. Und mehr ist hier auch nicht. Ah ja, ich gehe ja schon. Lumos. Aber denk nicht, dass ich nicht wiederkomme. Gut, also wir entdecken immer mehr Geheimnisse, aber wir entdecken leider nichts von diesen blöden Schlüsseln. Wenn man diese Schlüssel sucht, findet man die nicht. Wenn man sie nicht sucht, sie können sich ja gar sind die zuhauf da, ne? Rebellion. Einfach noch hochklettern.
Mehr gibt's hier aber gar nicht. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ach Quatsch. Okay, den nehmen wir auch mit. Wenn wir den schon finden, dann nehmen wir den Demigeist auch noch mit, ne? Du gehörst mir, Demigeist. Gut, es fehlt in Hogwarts noch ein Demigeist, ne? Den wir finden müssen. Aber gut, dass wir den jetzt so gefunden haben. Lustig. Wo die überall rumflattern. Oder sitzen. Gut, also hier können wir nichts mehr machen. Wir haben, glaube ich, alles entdeckt hier oben. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Revelio. Gehen wir in den anderen Turm rein, auf der anderen Seite. Wo führt denn das denn da hinten hin? Test nochmal. Oh, das gebe ich schon raus. Ah, okay. Da geht's ja runter zu uns. Revelio. Da müssen wir jetzt aber nicht hin, weil wir haben ja die Schlüssel noch nicht. Uns fehlen noch 3 Schlüssel. Die müssen wir erstmal finden. Gut, also dann gehen wir hier mal hoch. Gucken, was es hier oben gibt. Ah, hier ist nichts. Aber da ist was. Revelio. Da ist auf jeden Fall was. Gehen wir aus dem Weg. Da, guck mal. Lumos. Oh, das sieht aus wie ein Zimmer mit grünen Bildern. Der ist wahrscheinlich hier oben irgendwo. Revelio. Aha. Da ist er. Lumos. Gott, ich bringe schnell runter. Haben wir das Rätsel auch gelöst? Den Spiegel. Ich weiß gar nicht, wie viele es davon gibt, aber... So, da oben waren auch noch mehr Rätsel, die lösen wir auch nochmal. Gerade diese Mathematikrätsel sind ja überall. Gucken wir mal, ob wir da was machen können. Hier. 1 plus 6 sind 7, fehlen uns die 6, also nochmal eine Spinne. Eine Spinne. Das ist eine 8, das ist eine Spinne. Also 1 und 9, also fehlen uns die 4. Jetzt ist dieser komische Kauz. Der komische Kauz, der komische Kauz. Da, der komische Kauz. Der. Und hier ist es 13 plus 3 sind 16. 5. Die 5 ist diese fünfbeinige. Das Viech. Aua. Tür im Kopf gekriegt hier. Okay. Revelio. Hier machen wir zumindest schon mal. Wieder mal auf Abenteuertour. Yes, sir. Haben wir auch. Dann können wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. Höher ging es nicht, ne? Oder doch, es geht noch eine Etage höher. Geht noch eine Etage höher. Revelio. Okay. Die Türklappe von Ravenclaw. Ich komme da nicht einfach so rein, ne? Nein. Aber da gibt es auch was drin, aber da bin ich verkehrt. Wie soll man denn da reinkommen, wenn man die Sachen nicht sammeln kann? Leviosa! Ach hier! Hm. Also da kommen wir einfach nicht so rein. Aber das ist ein Geheimnis. Die sind da drüber, ne? Wie kommen wir denn noch einen da drüber? Hm. Ärgerlich, ärgerlich.
gut. Hier haben wir aber alles erforscht soweit. Mal gucken auf der Karte, wo wir noch hin können. Also wir sind hier. Wir sind da. Die große Treppe. Dann lass uns doch mal... Südflügel hatten wir auch schon abgegrast, ne? Ja, von da sind wir gekommen, das erste Mal. Unterrichtsraum verwandeln. Lass uns das mal machen. Gucken wir da irgendwas noch finden. Von da aus gehen wir aber weiter. Das sind ein bisschen viele Sachen, die wir noch nicht haben. Ach so, sind wir hier wieder. Revelio. Passt das schon mal. Levioso! Revelio! Also ich finde echt schwierig hier, die Sachen rauszufinden überall. Kann man in der Bibliothek noch was finden hier? Okay. Ja, das sind wichtige Sachen, die wir da haben. Wahrscheinlich nicht. Aber was soll's. Revelio. Da oben ist noch so ein Schrank. Der ist oben, der Schrank. Oder bin ich jetzt verkehrt? Okay, da müssen wir halt nur den bekackten Schlüssel für finden. Den haben wir schon mal gehört, als wir hier waren. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Revelio. Flattert er hier irgendwo rum. Naja, der Schlüssel wird ja irgendwo hier in der Bibliothek sein. Höre aber noch nichts. Gucken wir doch mal lieber unten wieder. Der Schlüssel ja weiter unten dann. Wollen wir testen? Revelio. Naja, hier ist es nicht. Revelio. Hier haben wir auch schon alles entdeckt eigentlich unten. Ja, nee, wir brauchen nicht runter. Wir brauchen nicht hin. Nee, okay. Der Schlüssel muss da oben sein.
Ich glaube, ich habe ihn auch da gerade gesehen, dieses kleine goldene Ding da, aber... Mal gucken. Ich glaube, jetzt hier gemacht hat. Da oben, oder? Ist das nicht der? Er bewegt sich nur leider nicht. Revelio. Ach nee, es ist nur ein Schloss hier, okay. Lass mal auf. Hallo, Homura. Das ist doch verrückt, dass wir den nicht finden hier. Ein kleiner verteufelter Schlüssel. Revelio. Ist ja fast wie nach einem Schnatz zu suchen, ne? Noch nicht am Schrank dran. Das heißt, er wird hier irgendwo sein. Revelio. Ich würde behaupten, dass er drüben ist, aber da ist er doch. Perfekt. Na los, flatter dahin. Okay. War es. Gut. Fehlen uns noch zwei. Ich frage, wo sie die zwei noch hin. Ich gehöre hier nicht hin. Ich kann das nicht. Ach, der blöde Typ, der den wir woanders hingepackt haben. Der ist verrückt. Okay. Gut, den haben wir auch. Ah. Das ist echt die Frage, wo noch welche sein können, ne? Revelio. Können wir noch hingehen überall? Ja, ich muss hier raus, glaube ich. Hm. Das ist gar nicht so einfach. Gehen wir hier längs. Schon alles abgesucht. Unterirdischer Hafen, da kann man nochmal runtergehen, stimmt. Da haben wir noch nicht alles abgegrast, glaube ich. Da waren wir ja nur für eine Quest unten. Finden wir hier noch was? Revelio. Ne, hier ist gar nichts. Ein bisschen Flippi-Stein machen, aber das ist nicht alles, okay. Das bringt also nichts. Schade. Nun gut, dann machen wir da, glaube ich, erstmal nochmal eine Quest. Die wir noch haben. Und gucken, vielleicht finden wir noch zwischendurch welche Sachen. Aber ich glaube, das macht Sinn. Bevor wir jetzt ja eher los rumrennen. Genau. Revelio. Guck mal, hier, den haben wir auch noch, okay. Konstrikt! Lumos! Das muss ja hier draußen irgendwo sein. Statue, die so wassermäßig aussieht. Ah, guck mal da. Schnell uns auch noch. Lumos. Okay, jetzt habe ich mich sogar so verfranst.
Privelio. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ja, nee, das nicht, aber ich hab... Muss man nochmal zeigen, ja. Lumos. Ja, zeig mir das nochmal, ich muss so richtig sehen. Das ist so ein, ist das so ein Pferd, was da drauf ist? So eine Art Wasserpferd oder so? Kann ja schlecht der hier sein. Ein Wolf. Nee. Muss ja irgendwo sein, da oben. Aber wo? Ich sehe das gerade nicht. Hier auf jeden Fall nicht. Hier. Lumos. Na komm mit. Ich weiß nicht mehr mit dem Weg. Kann auch hier runterkommen? Nee. Und gleich einmal außenrum wieder laufen. Ach Mann. Ist ja wirklich praktisch. Das stimmt. Mein Handbuch ist super praktisch. Lumos. Ja. Gut. Dann lass uns mal gucken wegen der nächsten Quest, oder? Noch ein paar hier drin. Dann machen wir mal ein seltener Vogel. Die Karte gucken, was ist? Okay, müssen wir ganz hier hin, aber da können wir auch gleich eine Quest annehmen, noch sehe ich. Machen wir tatsächlich. Ja, das ist eine gute Idee. Das wird unterhaltsam. Das war wie bei einer Quest hier, aber es war doch auch... Ja! Hab ich das gerade falsch gesehen? Oder doch auch? Hier sollte ich mich vielleicht nicht allein vorwagen. Da habe ich schon lange... Tja. Warte mal, hier ist noch ein... Ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Was wir hier machen sollen für die Quest. Trevelio. Ach Quatsch, warte mal. Ach hier. Noch mehr von denen sein, ne? Revelio. Da. Ach hier. Revelio. Da auch noch. Ach hier. Nein, ich will die haben. Ja, komm mit. Guck mal, wie ich die Seite, ob ich richtig bin. Revelio.
Da oben, okay. Akio! So. Da wäre selbst mehr. Schön, schön, schön. Und jetzt weiterfliegen. Ah, komm, die Ballons müssen wir auch noch mit hier machen. Irondale ist nicht allzu hart, wie es klingt. Ich war eine übersehen, glaube ich, ne? Da. Genau. So. Jetzt aber mal hin zu ihr da. Du bist so laut wie ein Troll. Das ist der Derek Hall Bau. Aber Miss Moffat sagte, Guanaira taucht nur nachts auf. Kein Problem. Also erstmal müssen wir hier die Tasche reinpacken und das Ding. Und dann müssen wir nachts kommen, ne? Gut. Das muss der Derekhall-Bau sein, den Miss Moffat erwähnt hat. Also wo ist Guanaira? Und rumgucken. Ah, der ist es doch schon. Ach, Rest nur Moment. Ich hab sie. So. Das muss ich Miss Moffat sagen. War jetzt ja nicht so schwer, ne? Das war jetzt nicht so schwer. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja. Wer hier wohl wohnt? Oh, hallo. Schon Glück. Miss Moffat, ich habe Guanaira gefangen. Das ist ja unglaublich. War es denn sehr schwer? Ah, nicht wirklich, wenn man weiß, was man tut. Ach, nur nicht so bescheiden. Nun? Kann ich sie jetzt haben? Natürlich. Oh, sie hat einfach so herrliche Federn. Und sie hätte natürlich auch ein gutes Leben. Danke, dass Sie mir Guanaira gebracht haben. Ich werde auf Sie achten und Ihre Federn nur sparsam verwenden. Ja, nur sparsam verwenden. So, hier sind noch ein paar Quests, die man sieht überall, ne? Also hier ist auch eine Quest, sehe ich gerade. Der Schatz des verfluchten Grabes. Ziemlich cool. Könnten wir auf jeden Fall machen. Sollten vielleicht mal hineiern. Das machen wir. Aber jetzt vorher machen wir noch hier. Hier noch irgendwie auch eine. Irgendwas von Merlin war doch hier wieder, oder nicht? Ich dachte, jeder gesehen, dass hier noch irgendeine Quest von Merlin war. Nicht verkehrt. Da. Hä? Da, mal kurz hin. Da. Ich weiß, was das bedeutet. Wir sind. Eine Prüfung Merlins.
Also wo müssen wir anfangen, ist die Frage. Da, nee. Wir müssen von da darüber springen? Weiß nicht. Also wir müssen wahrscheinlich hier hinten anfangen, dann, ne? Ach, so geht's auch, okay. Gut. Darf ich da jetzt nicht... Was bedeutet das denn? Darf ich jetzt hier den Boden berühren, darf ich nicht berühren? Nee. Hä? Wie soll man das denn schaffen? Da kann ich ja nicht hochlaufen. Oder darf ich auch fliegen? Ja, das darf ich natürlich nicht. Okay, warte mal. So? So, hier rauf, das ist klar. Und dann? Und dann hier drauf? Aber wie kommen wir denn da? Wie soll ich denn da weiterkommen? Also, wahrscheinlich von der anderen Seite eher, ne? Okay, warte mal. Also, kein Problem von hier. Hier rüber, das habe ich verstanden. Und dann hier drauf. Aber wie sollen wir denn da rüberkommen? Ah, so, okay. Geht doch. Jetzt da auf die Kiste. Und weiter. Damit wäre das so erledigt. Okay. Okay, okay. Du kannst dich auch machen. So, ich wollte mal hinten die Quest auch noch holen, da drüben. Das machen wir jetzt. Sieht interessant aus. Prüfung mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Den nehmen wir mit. Revelio. Okay. Hier ist einer. Da ist irgendwas anderes. Da oben ist einer. Ist noch irgendwo ein? Da ist auch noch einer, okay. Mal also gucken, welchen mal als erstes. Bombarda! Contrinco! Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Gut. Und jetzt hier die. Contrinco! Okay. Was soll ich denn hin? Ich soll eigentlich nur dahin, ne? Ich kann hier echt nicht mehr rüberklettern, scheiße. Konnte ich aber der ersten, jetzt muss ich echt diesen blöden Weg hier raussuchen. Das ist ja nervig.
Okay, da geht's raus. So, ist ja immer im Herrenhaus hier was. Revelio. Unter dem Herrenhaus, aber wo ist denn das unter dem Herrenhaus? Confringo! Oh, das wird unter. Du da, Confringo! Akio! Okay, die war jetzt nicht so berüchtigt für mich. Confringo! Das ist die Truhe. Hallo, Romora. Machen wir mal. Perfekt. Eine Schatzkarte. Okay, da ist auf jeden Fall den Flippen können wir da benutzen. Wäre sicher interessant zu sehen, wohin sie führt. Ich kann hören, wie die Inferi die Tana gerufen hat, näher zu kommen. Es war mir eine Ehre, als die Fluchbärin für Gründer zu arbeiten. Ich hätte merken müssen, dass man Tana nicht mehr trauen kann. Immerhin war sie meine Partnerin. Ich hoffe, sie vergeben mir, wenn sie in Hinsicht versagt habe. Bitte sagen sie meiner Familie. Okay. Revelio! Confringo! Die sahen auch schon mal besser aus. Ich habe meinen ganzen Herrenhausweg hier. Hallo, Romora. Nee, man kann. Die Schlösser knacken ist auch ein bisschen easy, ne? Diese wie bei alte Magie. Die ist auch so vereinsam. Okay, müssen wir alles einsammeln. Geht's da irgendwo hoch? Stimmt, aber müssen wir einen anderen Weg finden. Revelio. Mal Waffle. Levioso. Confringo. Levioso. Irgendwas? Okay, wo ist denn der Rest von dem? In. Da oben ist noch was. Wie komme ich denn da hoch? Da ist ein Bretter. Von da irgendwie, ne? Oder muss ich mir das Ding da holen von unten? Wahrscheinlich. Akio! Wingardium Leviosa! Nein! Nein, nicht runterfallen.
Okay, wir müssen aber trotzdem mal darüber kurz. Dann holen wir uns von da was darüber stellen vielleicht. Ach hier. Wingardium Leviosa. Leviosa. Da kann man nicht einfach hoch. Da vielleicht? Nee. Oh. Bisschen rüberschieben vielleicht. Ach hier. Wingardium Leviosa. Leviosa. Vielleicht nicht. Bisschen weiter hier rüber. Ach hier. Wingardium Leviosa. Leviosa. Da müsste es jetzt gehen, oder? Komm ich auch nicht einfach so hoch. Nee. Dann nicht. Dann müssen wir uns einen anderen Weg geben. Aber wie kommen wir denn da? Da ist das Ding und ich muss da irgendwie hoch. Aber wie? Wie komme ich da hoch? Rebellion. Wie komme ich da hoch? Die Idee von mir war doch schon grandios eigentlich, oder nicht? Dann muss es von da irgendwie hochgehen. Das ist doch richtig. Also, da... Doch, das ist richtig so. Tatsächlich nicht hoch. Das müsste doch der Weg sein, oder bin ich jetzt verkehrt? Aber anders kann ich nicht höher kommen. Gibt es hier noch irgendwas, wo man höher kommen kann? Nee. Da sind wir so hochgeklettert an der Wand. Okay. Dann müssen wir noch so eine Wand finden wahrscheinlich. Bloß wo ist denn die? Da drüben vielleicht doch. Warte mal. Nee. Ich weiß nicht, wo man noch das Ding hinsetzen kann, damit man höher kommt. Also da müssen wir über die Bretter rüber und da auch über die Bretter rüber. Aber dann würde ich auch denken, dass diese Kiste... man da hochklettern muss irgendwie. Oder muss man es von außen vielleicht? Kann man nicht vorstellen. Warte mal, wir machen was anderes. Akio! Wingardium Leviosa! Leviosa! Kann da nicht ranspringen, der Affe. Ich auch nicht. Bin hier fest. Was ist noch? Das ist auch noch eine Kiste. Also. Ich verstehe das nicht ganz. Warte mal. Ich verstehe es wirklich nicht. Irgendwas übersehe ich hier doch. Ist was? Nee.
komme da nicht hoch. Das ist ja blöd. Ich würde gerne das Teil da haben. Das muss da hochgehen. Es muss da irgendwie hochgehen. Da bin ich hochgekommen mit meiner Kiste, okay. Revelio. Wer hier wohl gelebt hat? Kommt von außen hier hochkommen? Auch nicht, ne? Das sieht gut aus von da. Da muss ich aber erstmal hinkommen. Dahin. Oh, Leute. Er kann auch, ist auch nicht so der flottere, der flotteste Kletterer, ne? Muss man auch mal sagen. Ein bisschen schade. Video. Akio. So, und wir probieren mal. Wir müssen einfach nochmal da hoch. Pass mal auf. Legatium Leviosa. Leviosa. Kann ich bestimmt durch. Confringo! Bitte. Ah, Alter. Ich hab's viel zu kompliziert gedacht. Viel zu kompliziert gedacht, wirklich. Hallo, Romora. Das ist ein Frosch. Revelio. Wo der uns hinbringt? Wenn Professor Fink das nur gesehen hätte. Zum Letzten. Perfekt. So, dann haben wir doch wieder eins geschafft heute. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.